zum 25:36. Simon Landgraf Petersen zum 25:37. Und schön freigespielt, Tom Kopf von der Außenposition scheitert erneut an Jörg Hennings. Und Andreas Lind kann sich nun auszeichnen beim Wurf von Sören Tölle. Moment, Sechsner von der Außenposition holt den 7 Meter raus für Post Schwerin. Wieder tritt Klütermann an den Punkt im Duell mit Hennings. Und verwandelt erneut sicher 26:37. Christoph Malte-Weidner scheitert von der Außenposition mit einem gehobenen Dreher. Aber der Ball von Hennings wird abgefangen von Klütermann und Weidner hat mit erneut die Chance und verwandelt diesmal sicher 27:36. Und Auszeit von den Gästen. Die Partie wird fortgesetzt. Knappe 11 Minuten noch auf der Uhr. 27:36. Und Andreas Lehn kann sich erneut auszeichnen gegen Petersen. Und nun die Welle von Post Schwerin. Aber Lars Klütermann scheitert an Hennings. Aber wieder ein schwacher Ball nach vorne der Gäste. Den Post abfangen kann, aber der Pass an den Kreis kommt nicht an. Und Jakobsen scheitert an Link. Thank you.
Und klasse Anspiel von Exner auf Weidner an den Kreis. 28 zu 37. Schöner Block, aber der Nachwurf ist drinne. André Empen. Erfolgreich für die Gäste. Bert Hartfield scheitert erneut am Block. Freiwurf, Post Schwerin 2. Der Pass von Klütermann geht ins Leere. Somit Ballbesitz für die Gäste. Aber Klütermann holt sich diesen Ball. Mens Exner, der Konter läuft. Der Ball landet zwar im Tor, aber der Tor zählt nicht aufgrund eines Schrittfehlers von Mens Exner, aber Ballbesitz für Post Schwerin. Klütermann bleibt am Block hängen. Zeitspiel angezeigt durch die Schiedsrichter. Klütermann muss abschließen, setzt den Ball über das Tor. Und Klütermann und Tolle prallen da zusammen. Und es gibt 2 Minuten gegen Klütermann. Und das sind scheinbar starke Schmerzen bei Sören Tolle. Sören Tolle wird vom Feld getragen. Auf diesem Wege alles Gute an den Spieler, der mit der Nummer 8 vom HSG Tarp Wanderup. Und der Pfosten-Schuss der Gäste und im Gegenzug